1982 in den Flüchtlingslagern der Khmer in Thailand. Über 6000 Menschen mit Amputationen versuchen zu überleben. Sie sind auf sich allein gestellt und bleiben unter den hunderttausenden Flüchtlingen so gut wie unsichtbar. Empört über diese Ungerechtigkeit, beschließen zwei junge Mediziner, mit vor Ort verfügbaren Mitteln zu handeln. Aus Holz- und Bambusstücken bauen sie Prothesen. Handicap International ist geboren und damit der kontinuierliche Einsatz gegen die ungerechte Behandlung von besonders schutzbedürftigen Menschen. Hilfe in der Not heißt für diese Menschen, wieder aufrecht leben zu können. Auch 30 Jahre später hat unsere Empörung nicht nachgelassen. Immer neue Katastrophen und Konflikte fordern von Handicap International ständige Alarmbereitschaft. Das Ziel, schnellstmöglich schutzbedürftigen Menschen, Menschen mit Behinderung sowie isolierten Frauen und Kindern Unterstützung zu geben. Handicap International hat sich zu einem entscheidenden Akteur in Notsituationen entwickelt und ist in vielen Bereichen aktiv. Rehabilitation, Gesundheit, Logistik und Verteilung von Hilfsgütern. Jeden Tag beweisen unsere Teams, dass es immer eine Lösung gibt, egal unter welchen Bedingungen. Über die sofortige Nothilfe hinaus, die besonders im Falle großer Einsätze oft stark in den Medien thematisiert wird, lässt Handicap International die Maßnahmen in langfristige Projekte übergehen. Dieser Frau dabei zu helfen, sich fortbewegen zu können, bedeutet, ihr Autonomie zu geben und ihr die Teilhabe am Leben ihres Dorfes zu ermöglichen. Mit lokalen Organisationen in der Prävention zu arbeiten, bedeutet, sich gegen Krankheiten zu engagieren, die Behinderungen verursachen können. Sich für die schulische Inklusion dieses Kindes zu engagieren oder für die Berufsausbildung dieses Mannes, bedeutet, sich für die Anerkennung der Rechte von Menschen mit Behinderung einzusetzen. Dieser Frau dabei zu helfen, ihr eigenes kleines Unternehmen zu gründen, ermöglicht ihr, eigenes Geld zu verdienen und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Unsere Empörung hat sich schnell auf Waffen und die schweren Traumata, die sie bei der Bevölkerung hinterlassen, ausgeweitet. Sehr früh sagten wir, Antipersonenminen, Streubomben und seit einiger Zeit auch Kleinwaffen, die zu Millionen bei Konflikten auf unserem Planeten verbreitet wurden, den Kampf an. Wir engagieren uns vor Ort, um die betroffenen Bevölkerungen zu schützen, indem wir sie über die Risiken aufklären und Minenräumung betreiben und auf Ebene der Diplomatie, indem wir die öffentliche Meinung mobilisieren und den Opfern eine Stimme geben. Bei diesem Einsatz haben wir und unsere Partner schon vieles erreicht. Den Ottawa-Vertrag über das Verbot von Antipersonenminen, den Oslo-Vertrag über Streubomben und den Friedensnobelpreis. Gewonnen haben wir noch nicht. Es bleiben noch viele Einsätze zu bestehen. Auch 30 Jahre nach der Gründung weigert sich Handicap International, das Inakzeptable zu akzeptieren und setzt sich weiterhin für verbesserte Lebensbedingungen ein.